So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automods 8. Das Intro spare ich mir mal. Du weißt ja, wer ich bin mittlerweile. Natürlich, falls du neu dabei sein solltest, dann freut es mich, dass du da bist. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über, ich habe mich so ein bisschen drüber echauffiert, würde ich jetzt mal schon fast sagen. Mal wieder Thema Freundschaft, mehr oder minder. Auch mal so ein bisschen den Erklärhasen gemacht. So, hier würde ich jetzt hochgehen. Aber wir brauchen erstmal hier eine Plattform. Und da haben wir dann auch drüber gesprochen, tatsächlich, dass man heutzutage, wem willst du heutzutage noch vertrauen? Weißt du, wie ich meine? So, 1, 2, 3, 4. Ich muss mich kurz konzentrieren. Und du wirst ja von vorne und hinten nur noch verarscht. Es ist überall nur noch Doppelmoral. Guck dir alleine Liebe an. Was ist heutzutage noch Liebe? Ja? Die ganzen Paare, die jetzt ihren 50., 60. oder auch 70. Hochzeitstag Hochzeitstag feiern, die sterben aus. Also, nicht, also die Leute schon, ja auch, aber dieses Konstrukt mit Ehe und hier hast du nicht gesehen. Weil wir sind mittlerweile so eine Wegwerfgesellschaft, auch was Menschen angeht. Ja, wie, du gehst nicht mit mir raus, alles klar, ciao. Oder auch dieses bestimmerisch, ja, du machst das, was ich möchte. Hätte ich gar keinen Bock zu. Hätte ich gar keinen Bock zu. Bin ich dir ehrlich? Dann bin ich ehrlich, dann bleibe ich lieber alleine. Ja. Mach mein Ding. Und lass mir von niemandem was sagen. Ist, glaube ich, auch meistens besser so. So, warte mal, ich glaube, das ist hier 1, 2... Oh, wir müssen das noch ein bisschen größer machen, ne? Ach du Scheiße, noch einen rein? 2 noch rein. Ist die auch so groß? Die ist auch so groß. Die geht natürlich hier am Berg vorbei. Finde ich irgendwie geil. So. Wir überfliegen das Ganze mal eben. Und deswegen, ich bin lieber alleine und dann habe ich keine Probleme. So, das wird sich hier, ne? Da geht es jetzt gleich hoch. Dann wird hier so ein bisschen Marktplatz sein oder beziehungsweise Anfangsraum. Anfangsplattform. Und dann wird sich, da müssen wir sehr viel Glas machen, hier durchziehen, 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 hier durchziehen. Hier könnte man wieder eine Treppe runter machen, bla 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 bla, Treppe runter. Weil irgendwo geht es hier doch auch noch, was haben wir da denn? Weil irgendwo geht es hier doch noch zu uns hin. Ja, ich weiß, man sieht nicht viel, ne? Warte mal, mir wurde mal manchmal gesagt, wenn man ein bisschen Sichtweite erhöht, dass es auch manchmal besser sein kann. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, es ist besser geworden, ne? Kann sein. Okay. Baumstamm, einfach so, alles klar. Aber so lautet der Plan erstmal, ne? Wir müssen sowieso erstmal nach oben. Und mittlerweile siehst du auch ganz viel, was ich sehr, sehr schlimm finde. Und ich bin ehrlich, momentan, es kotzt mich nur noch an. Ja, wenn wir jetzt mal so das Thema TikTok nehmen. Ja, ich bin nicht der große TikTok-Gucker, bin ich dir ehrlich. Und mein TikTok-Feed ist nur getränkt von ja, traurigen Nachrichten. Dass Leute mit ihren Gefühlen zu kämpfen haben. Dass Leute sich einsam fühlen, bla bla. Ne? So eine traurige Newsfeed-Wand einfach. Größtenteils. Und ich habe da keinen Bock drauf, weil ich kein Mitgefühl zeigen kann oder keine Empathie, sondern einfach, weil es mich selber auch runterzieht. Ja, ich möchte es einfach nicht sehen. Klar, natürlich gibt es auch viele lustige Sachen auf TikTok, aber deswegen halte ich mich auch aus Social Media komplett raus. Ich möchte nicht mit dem großen Strom schwimmen. Ja, habe ich noch nie gemacht. Auch wo ich gestreamt habe, habe ich noch nie gemacht, mit dem großen Strom zu schwimmen. Ich will lieber ein kleiner Fisch sein. Ja, allein Social Media, ja, könnte ich auch mehr machen. Mehr Instagram, mehr TikTok, hier, dies, das, Ananas. Ich meine, es ist schon ein Wunder, dass ich auch Shorts mache. bin ich ganz ehrlich. Weil ich möchte ja nicht irgendwie, ich habe kein Hinterziel dahinter, was ich hier mache. Ja, ich mache das, im Endeffekt mache ich das für mich selber, weil ich es, ja, auf eine Art brauche. Ja, für mich selber, für meine Seele, für mein eigenes Wohlbefinden. Und gleichzeitig auch, weil ich Spaß daran habe. Ne? Und deswegen
halte ich mich so gut es geht von Social Media fern. Ja, ich habe einen Insta-Account, TikTok-Account, hier, dies und das. Läuft auch alles auch Herr Kecklichs Namen. Ne? Aber ich, boah, wenn ich da mal was poste, dann ist es wirklich alle Jubeljahre. Vielleicht mal. Ne? Weil ich, weiß nicht. Ich habe da einfach keinen Kopf für. Ne? Deswegen, wenn das jemand machen möchte, das kann jeder machen, so wie er möchte. Ne? Gönne ich auch jedem so. Aber das Problem an der Sache ist, es macht ja jeder. Ja? Es macht ja jeder Hans und Franz. Ne? Und deswegen, warum soll ich immer das machen, was andere machen? Ne? Haben wir damals auch beim Stream gesehen. Wie viele Leute habe ich gesehen, die genau dasselbe machen. Genau dasselbe, anstatt mal selber ein bisschen kreativ zu werden. Anstatt sein eigenes Ding zu machen. Ne? Und nur weil es heißt, dass jemand, weiß ich nicht, ein Keyword hat, ja? Irgendwie so ein Wort, was man immer wieder sagt. Hallo? Warte mal. So. Was man immer wieder sagt, was einen so ausmacht, ja? Warum benutzen andere das dann auch für sich selber? Ne? Also, können sie ja machen. Können sie ja machen, um Gottes Willen. Soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber dann frage ich mich so, du merkst halt heraus, so, ich gehe noch ein bisschen hoch, ne? Du merkst halt heraus, dass die Leute nur berühmt werden möchten. Und da braucht mir auch keiner was zu erzählen. Da braucht mir keiner was zu erzählen. Wenn ich Leute sehe, ja, die das machen, da machen sie das, da machen sie das, da machen sie das, da machen sie das. Dann gehen sie in diese Sparte, ne? Da machen sie Musik, da machen sie Gaming, dann machen sie irgendwas mit Autos, dann machen sie irgendwas mit Instrumenten, dann machen sie irgendwas. Nur um eine Aufmerksamkeit zu generieren. Es ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber dieses auf Krampf, irgendwas zu erlangen. Ja, klar, natürlich, man sollte hartnäckig sein. Und wenn du natürlich was erreichen möchtest, dann solltest du natürlich dahinter sein. Aber ich... Mach einen normalen Job, geh normal arbeiten, hast du bessere Chancen. Ja, bin ich dir ehrlich. Heutzutage will ja jeder Influencer werden. Heutzutage will ja jeder YouTuber werden, Streamer, ja? Ich bin ja ehrlich, ich wollte nie, auch damals, ich wollte nie groß raus, was heißt groß rauskommen, aber, ich hatte nie den Gedanken, okay, damit werde ich irgendwann mal Geld verdienen. Ne? Klar, beim Stream, da kamen ein paar Euros rum, bin ich ehrlich. War auch schön. Wir müssten eigentlich noch höher, ne? Ich bin am überlegen, ob ich hier bis zum Berg, dann gehe ich da hoch und dann fängt es da an. Weil die sind ja noch viel zu hoch, die Türme. Die Berge. Ne? Ich glaube, das machen wir so. Ich habe mich über jeden Einzelnen, heute auch noch, ich freue mich über jeden Einzelnen, der dazustoßt, der was schreibt, der liked, ne? Der sich das Video überhaupt anschaut, ja? Das ist natürlich immer noch so ein bisschen surreal. Auch manchmal, wenn ich die Shorts sehe, ja, es ist crazy. Ja, und ich frag mich dann immer, wer sowas teilt. Ja, bin ich ganz ehrlich, wer teilt denn sowas? Ja? Ich meine, ich freue mich. Klar, natürlich. Wer sich nicht freuen würde, der lügt. Oh, da haben wir aber gut bemessen, wa? Da haben wir aber sehr... Aber finde ich geil, wenn das hier so ein bisschen am Berg vorbeigeht. Ach du Scheiße, was habe ich mir eigentlich hier überlegt? Weil wir müssen ja auch die Pfeile auch noch machen. Da werden wir viel Glas brauchen. Ich meine, wir haben ja, ne, noch 30.000 oder knapp, ja, 28.000. Es wird nie im Leben reichen. Es ist ja alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich finde es ja schön, wenn die Leute, jetzt kann ich hier so machen, pass auf. Wenn die Leute sich freuen über die Videos und wenn da natürlich Kommentare kommen, wie zum Beispiel, finden deine Videos cool oder schöne Videos, gutes Video, ne? Freue ich mich schon, ne? Das ist so, da denke ich mir immer so, wer guckt sich denn sowas, wer guckt sich denn sowas freiwillig an? Ne? Ich meine, es muss ja irgendwas daran liegen, dass sich die Leute das angucken, ne? Und dass die Leute sich das auch gerne angucken.
klar, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen immer so ein bisschen bescheiden, was das angelangt, ja? Hilfe? Hilfe? Achso, ich bin in einer Wolke. Oh, wir sind über den Wolken. Gleich sind wir. Ich sehe nichts mehr. Wir sind noch in der Wolke. Wir sind immer noch in der Wolke. Wie groß ist denn diese Wolke, sage mal? Oh Gott, das ist natürlich ganz schön belastend. Ah, Wolke ist vorbeigezogen. Okay, wir müssen noch ein bisschen höher. Ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen bescheiden tatsächlich da drin. Ne? Weil ich das, glaube ich, selber nicht so sehe. Und du weißt selber, ich bin kein Professioneller. Alleine meine Thumbnails, das ist so, ja, 2013-Style. Aber warum denn nicht? Ich brauche keinen hier mit einem Gesicht drauf, mit einem roten Kreis, mit einem roten Pfeil. Brauche ich ja nicht. Klar, natürlich, es würde die Videos interessanter machen, sagt ja auch jeder. Aber bin ich dir ehrlich, will ich halt nicht. Mache ich halt auch nicht. Ne? Mir geht's ja ums Zocken. Und darauf ist ja mein Hauptaugenmerk. Und nicht irgendwelche fancy Thumbnails oder wie auch immer. Ja? Weil das brauche ich nicht. Aber jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen... Obwohl, ja. Doch, das können wir gut machen, wenn wir jetzt hier oben sind. Ich gehe, glaube ich, nochmal zweimal hoch. Weil dann würde ich nämlich mit den Glaspalisaden... Glasdinger. Von da und dann trägt es so ein bisschen die Plattform. Weißt du, wie ich meine? Dann findet das auch noch ein bisschen mehr Stabilität. Deswegen, ich ziehe mein Ding durch. Ich werde weiter mein Ding machen. Und wenn sich bei manchen Leuten die Wege kreuzen, gut, dann ist das so. Ja, dann ist das wirklich so. Mache ich auch, dann ist es mir auch egal. So, ich mache mal hier wieder drei. Ja, wegen dem Zaun. Ach du heilige Scheiße. Wir sind ganz schön... Wir sind in der Wolke, ne? Oder sind wir gerade über den Wolken? Ich glaube, wir sind gerade so über den Wolken. Oder? Ja, komm, Wolke, zieh mal hier rein. Ah, nee, die zieht vorbei. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Hier geht's ja sowieso dann rein. Warte mal, ich mach mal ein bisschen, ne? Wenn wir runterstürzen, ist nicht schlimm. Ich zieh das erstmal so ein bisschen durch, ne? Wir werden hier das wird eine riesen Glasplattform. Ne, sag ich dir jetzt schon. Und deswegen, ich mach mein Ding und ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Ja, ist auch so. Ne, ich mach's einfach. Und ich habe ja auch immer gesagt, auch in den Streams, ja, es ist egal, wie viele Leute zuschauen, es ist egal, ob Leute kommentieren in den Chat, wie auch immer. Klar, natürlich ist es schöner, wenn Leute zugucken und klar, natürlich ist es schöner, wenn man ein bisschen Unterhaltung im Chat hat, ne, wenn man Leute nach deren Meinung fragen kann, ist natürlich alles schön, ne? Aber mich stört es nicht, wenn ich hatte auch teilweise Streams, wo ich alleine war. Ich habe trotzdem mein Ding gemacht. Hab trotzdem gelabert. Ne? Ist halt so. Weil ich drauf Bock hatte. So, ja, hier gehen wir noch rein. Und deswegen. An allen kann ich nur sagen, lasst euch von euren Zielen nicht, ne? Abtreiben, macht euer eigenes Ding und schwimmt nicht mit dem Strom. Ne? Das wird... Ach du Scheiße, das wird eine riesen Glasstadt, ne? Eieieiei. So. Ich werde es auch weiterhin machen. Es ist egal, ob Freundschaften kaputt gehen dadurch. Es ist mir tatsächlich relativ egal. Entweder du stehst an meiner Seite, unterstützt mich oder halt nicht. Ne? Ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Wir sind gerade so über den Wolken, ne? Ach, wie geil ist das denn? Wir sind gerade so über den Wolken. Boah, ist das mega geil gerade. Ah, das wird mega geil, die Stadt. Boah, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich muss kurz husten, Moment. Hallo, Stumm. Stummen. Hallo, Stumm. Stumm? 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 Er will nicht stumm machen. Hallo? Stumm? Er will nicht stumm machen. Gut, dann huste ich ihm so. Entschuldigung. So. Hä? Warum? Ah, er stummt sich nicht, weil ich hier... Klar, weil ich hier, ne? Deswegen. Ja, gut.
Genau, da geht's noch weiter. Ja. Ja, ja. Deswegen, es ist egal, ob sich da, wie gesagt, entweder du unterstützt mich und freust dich für mich oder du lässt es einfach sein. Weil ich bin ehrlich, ich bin echt einer der Personen, die gar keinen Bock auf diese Probleme hat, diese Streitigkeiten, dieses unnötige Streiten über Hinz und Kunz, wirklich. Ja, doch, ich mach nochmal ein bisschen hier, ne? Es ist ein Block über der Wolke. Es ist unglaublich. Es sieht so geil aus. Blockwolken. Na, guck mal da. Hallo. Hallo. So, hier wird die Sonne und dann noch ein bisschen da und dann da und dann... Ne, das soll keine... Nein! Es soll keine Plattform werden, die wirklich nur so ein... Nein! Oh Gott. Ne? Wollen wir in die Glaolle da? Die so ein Quadrat ist, sondern so ein bisschen mit Struktur, weißt du? Ein bisschen kurvenmäßig, dies, das, Ananas. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, ne? Wenn du mich unterstützt, freut es mich. Ja. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ich weiß ja, dass du da bist. Ne? Wie gesagt, man muss auch nicht unbedingt abonnieren, man muss ja nicht unbedingt kommentieren oder wie auch immer. Ne, es freut mich schon, wenn die Leute sich das angucken. Ne? Darum, es freut mich. Oh. Okay. Warum renne ich zurück? Ich mach direkt da weiter, ne? Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.